How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Boom! Dritte Runde, Leute. Ein weiteres schönes Bundle. Hauptset 21. Ich hab Bock. Wir gehen direkt rein. Wer wissen will, was in so einem Bundle alles drin ist, kann sich das auf unserem zweiten Video anschauen zum Thema Release Hauptset 21 anschauen. Also nochmal ganz kurz, ich zeige jetzt die Rückseite nicht, ich mach's direkt auf. Da sind Standardländer drin, sind Würfel drin und uns das Wichtigste, was wir uns jetzt angucken wollen, 10 Booster Packs. So, Länder, mal sich auf, zack, weg, weg, weg. Würfel, was wissen wir? Ich sag 13. Ist eine 7 für die, die es nicht gesehen haben. Ja, gehen wir rein. Also, wir gucken uns jetzt die Comments gar nicht mehr an. Die Uncomments eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben ein Display-Opening gemacht. Wir haben ein erstes Bundle schon aufgemacht. Beide Sachen waren so insane. Wir haben im Booster Display-Opening einfach 7 Mythics gezogen. Und in meinem letzten Bundle haben wir einfach uns aus 10 Boostern 3 Mythics gezogen. Deswegen werde ich in diesem Fall nicht mehr damit rechnen, dass hier noch was Krasses drin ist. Deswegen gehen wir da ganz entspannt durch. Genau, falls wir nochmal genau wissen können, was die Karten können, da wollen so die Uncommons und Rares, könnt ihr euch die letzten Videos angucken, da sind wir im Prinzip, also am besten das Display-Opening, sind wir was durch die meisten Karten durchgegangen, die so interessant waren und besprochen haben, was die können. So, dann zum Beispiel, und falls hier aber noch eine Uncommon sein sollte, die ich noch nicht kenne, werde ich natürlich mit euch durchgehen. So, hier hatten wir schon, Weinkling-Veteran haben wir, Vulkanischer, Geysir hatten wir auch schon dabei. Und Abgott der Zähigkeit hatten wir auch schon. Deswegen werde ich da gar nicht mal so krass drauf eingehen. Guckt es euch an oder macht auch irgendwo auf Pause, wenn ihr es sehen wollt. Und das ist richtig schön, wir haben ein Vollgebirge in diesem alternativen Adwork. Das könnte schon ein bisschen was wert sein. Das ist sehr, sehr geil. Genau. War ein Emblem von Liliar und diese blöden Mana-Sachen da. Also, schon mal nach vorne, das fängt schon mal viel an. Nächstes Pack. Einfach mal hier schnell durch. Zack, 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 zack. So. Da haben wir einmal Furioser Aufstieg. Den grimmigen Empathen. Experimentell Überlast hatten wir auch. Sieht sehr, sehr cool aus, by the way. Guck ich mal das Bild an. Das sieht richtig cool aus. Und nein, das gibt's gar nicht. Leute, 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 wir haben uns. Da ist er, Teferi, Herr über die Zeit. Richtig geil, da ist er. Da ist er. Den wollten wir ziehen, jetzt ist er da. Also, Teferi, 4 Mana und er hat die Fähigkeit. Du kannst Realitätsfähigkeiten von Teferi her, der über die Zeit im Zuge jedes Spielers und zu jedem Zeitpunkt, zu dem du einen spontan zur Verfügung kommst, aktivieren. Ziehe eine Karte und gib dann eine Karte ab. Für plus 1. Für minus 3 können wir eine Kreatur destabilisieren, heißt das auf Deutsch. Das heißt, sie wird komplett aus dem Spiel genommen und kommt dann irgendwann wieder rein. Zum Beginn des nächsten Zuges, glaube ich, oder des nächsten gegnerischen Zuges. Genau, und für minus 10 erhalten wir in diesem Zug 2 zusätzliche Züge. Mega gut, kommt sofort in die Hülle, geil. Schon raus. Alter, was ist los mit unseren Openings? Also Core 21 ist halt extrem gut. Wir haben einfach mal Teferi rausgezogen. Und Teferi ist halt richtig, richtig gut. Und, ja. Weiter geht's. Also besser kann es jetzt gar nicht mehr sein. Also jetzt ist es egal, was wir daraus ziehen. Ich halte mich auch nicht zurück. Die letzten Openings sind wir so krass ausgerastet, dass ich jetzt wieder mich ein bisschen zurückhalten muss. So, Flugleiter hatten wir auch schon. Fesseln des Glaubens hatten wir auch. Und heroische Intervention hatten wir auch schon. Die ist ganz cool. Gibt allen Kreaturen Fluchsicherheit und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Richtig geil. Und nochmal eine Freude hinterher, geschützte Festungsmauern. Für 3x03 Verteidiger und angreifende Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten plus 1 plus 0. Die kommt zum Vollstapel. Genau. Und nochmal ein paar schöne Token. Weiter gut, weiter geht's. So. Kommen. So. Da haben wir den roten Schrein. Heiligtum des. Heiligtum der zerschellten Höhlen, also einen deutschen Namen gewöhnt, Chandras Feuer Brandling, pilzige Wiedergeburt und den auffälligen Schnüffler wieder. Den haben wir zum zweiten Mal oder am dritten Mal halt jetzt gezogen am Opening.
Sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber wir wollen natürlich mal andere Farben sehen. Also wie gesagt, jetzt können wir eigentlich schon gar nichts mehr warten, nachdem wir eigentlich die Serie jetzt gezogen haben. Letzten Fatpack haben wir einfach drei Mythics gezogen und unter anderem auch halt. Ja, es guckt sich am besten selber an, ne? Also. So, jetzt gucken wir die wieder an. Die Krypta, Regen der Offenbarung, was ist Solidarität und doppelte Vision. Eine Seltsamkeit, so sieht es anscheinend aus. Seltsam. Okay. Unspektakuläres Boosterfeld. Jetzt so eine Mystik wäre da trotzdem geil. Das sind die schönen Menschen, das ist ja geil, aber können wir einfach nicht erwarten. Trotzdem. M21 ein richtig cooles Set, muss ich sagen. Letztes Cross-Set fand ich persönlich jetzt nicht so cool. Aber diesmal ist es sehr, sehr cool. Die Sagenschuppen Quartel, die österreichische Schlange, wie ich sagen würde. Und auch sehr schön. Radar, Herz von Kelt, eine coole Karte. Die kann man gut gebrauchen. Vielleicht als Commander oder sonst was. Deswegen können wir uns da auch nicht beschweren. Und hier wieder Länder und ja, ihr wisst ja. So, nächstes Pack. So, dann haben wir jetzt die vier Packs, die wir noch haben. Das ist jetzt das vierte, was wir, also von den, da haben wir noch da drei. Das wollte ich damit sagen. So, Leute. Weiter geht's. Gehärtete Veteranen. Dann haben wir als nächstes Zurückdrehen, Luftstraßen, Scharfschützen und die uralte Macht, die haben wir auch schon gesehen. Und unsere nächste Mythic, und zwar den Garguk Ältesten in Feuer sogar. Könnte was wert sein, ich glaube nicht so super viel, aber trotzdem, zwei Mythics und eine Mythic in Feuer, schon geil, sehr gut. Ich hoffe, dass es wirklich nur unser Glück ist, weil wenn die Mythic-Drop-Raten bei allen Boxen so krass sind, so dann werden die Preise auf jeden Fall hart runtergehen. Aber Teferi wird auf jeden Fall vom Preis stabil sein, glaube ich jetzt persönlich. Zumal dann der andere Teferi irgendwann rausholt. Die Arsmade hatten wir schon. Und heilvolle Sense. Und Behüter der Sphären für Azurus Flydeck, ganz cool. Und noch eine Mythic. Krass, also ich weiß nicht, was ihr jetzt so sagt, also die, das ist jetzt schon wieder, wir haben jetzt 10 Booster Packs und haben 3 Mythics drin, also wenn das Fest tatsächlich drin sein sollte, die haben wir schon, deswegen gehe ich da jetzt nicht auf die nochmal ein, aber ja, krass, dann werden die Karten tatsächlich vom Preis auch, würde ich sagen, fallen, wenn die so oft, na und Corset gibt es ja immer wieder Karten halt, also es wird ja das ganze Jahr gültig so, ne, also fürs Standard zumindest. Ist auf jeden Fall interessant, ob es da halt ein Pattern gibt. So, dann haben wir hier einmal den Fesselgeist. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon hatten. Ich glaube nicht. Für 2 Mana, 2 Zweier fliegend. Und kann nur fliegende Kreaturen blocken. Und wir können 2 ungetappte Geister tappen. Und dann können wir eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, auch tappen. Okay. Letztes Pack. Auf den kommenden Stapel gepackt. Ich schäme. So, Heiligtum der ruhigen Gewässer, da haben wir unseren nächsten Schrein. Schlechtes Geschäft. Die Karte hat sich noch nicht. 6 Mana, du ziehst 2 Karten, jeder Gegner wirft 2 Karten ab, jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte. Ganz cool. Schreckensvoll und Kriegszauber auch. Unsere Rare ist. Jawohl, sehr cool. Jorael Movululi, ein Einsiedler. Sehr cool. Haben wir auch schon im Set, aber die ist geil, weil man damit halt, wenn man eine zweite Karte in einem, innerhalb eines Zuges zieht, halt Katzen generieren können. Sehr stark. Und noch eine Foil zum Abschluss, nämlich den vulkanischen Arkanisten in seiner vollen Pracht. Sieht sehr cool aus mit den blauen Kugeln. Genau. Und das war's. Das war's. Aber was soll man sagen? Der kommt erstmal direkt in die Hülle. Teferi sagt Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Opening oder bis zum nächsten Twitch-Stream. Bis bald. Tschüss.